Ich möchte kurz auf einen Kommentar eingehen, der mir zugeschickt wurde, ja, zum Thema Schwarmintelligenz. Der Kommentar war: Es gibt auch Schwarmdummheit. Sicher gibt es die. In der Tat. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen, die sich dem ausliefern, dumm sind. In der Regel ist es mehr, dass ihnen wirklich dieses tiefe Vertrauen in das Leben, in Gott, in sich selbst gefehlt hat, dass sie so stark verunsichert waren, dass sie sich lieber von zum Teil eben doch wirklich unreifen, eigennützigen Menschen haben führen lassen und haben über sich und ihr Leben bestimmen lassen, als selbst die Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen, zu tragen, für ihre Entscheidungen. Schlechte Erfahrungen, Ängste haben dazu geführt, diese Verantwortung für sich selbst und ihr Leben lieber abzugeben. Und an der Stelle sich auch bereitwillig auszuliefern, auch eben an der Stelle trotz allem zu folgen, auch wenn die Predigten natürlich widersprüchlich waren, wenn Ankündigungen, Versprechen, das alles sich wieder in Luft auflöste, auch wenn ja tatsächlich durch die Konzepte auch eine Art Massenexperiment jedes Mal stattfindet. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen Lebensstrom. Auch tatsächlich ein Gefühl von Freude, Fülle, auch Liebe, das sie so eben vermutlich vorher nie erfahren hatten, dass sie ohne den Organismus auch nicht hätten. Zum Teil ist dieser Lebensstrom allein wirklich so auch schwer lebbar. Es gibt andere Gemeinschaften, aber eben allein die Verbundenheit mit, ich sag mal doch, mit dem Schöpfer. Es ist ja klar, dass ich an Gott in einem ganz weiten Sinne sehr stark glaube. Diese Verbundenheit und eben entsprechend auch unter Menschen, Gleichgesinnten. Das wünscht sich jeder, das ist auch wunderbar. Und was man dann da haben kann an Fülle, das hat man allein nicht. Der Mensch ist auch nicht geboren, um allein zu sein. Verbundenheit ist, ich sag mal, so sind wir erschaffen, das ist Gott gewollt. Aber das darf natürlich nicht ausarten, dass Menschen total größenwahnsinnig werden, sich ermächtigt sehen, fühlen in ihrer Position, in diesen Hierarchien, dass sie sich anmaßend verhalten, vollkommen unkritisch gegenüber sich selbst, dass sie tatsächlich immer nur den Finger auf die anderen zeigen und zu keinerlei Selbstkritik mehr in der Lage sind, weil sie sich in der Position als auserwählt und ermächtigt, ja, einfach in diesem Bewusstsein gar nicht mehr wirklich reflektieren können. Dass dann auch gar keine Skrupel mehr bestehen, das normale, menschliche Wahrhaftigkeit, das wahre Menschsein, vollkommen außer Kraft gesetzt wird dadurch, gar kein Gewissen mehr erkennbar ist. Das sind natürlich alles ungesunde Auswüchse, die man mit dem Argument Spaltung dann immer einfach abgetötet hat. Ja, Spaltung, Sauerteig, dergleichen. Vielleicht schaut man ja da heute doch hin, ich weiß es nicht. Fakt ist, wenn man so hineinspürt, fühlt sich manches heute tatsächlich freigelöster auch an. Auf der einen